Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Horoskop Liebe und Leben im Juli 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Eure Konstellationen sind im Juli weiterhin äußerst prickelnd, vor allem wenn ihr Solo seid und flirten wollt. Liierte Widder erleben in der ersten Monatshälfte viele schöne Momente mit Zärtlichkeit und Familiensinn. Danach wird es etwas kritischer. Wenn ihr ein ganz persönliches Anliegen habt, bin ich gern mit einer Beratung für euch da. Dann meldet euch bei mir. Ihr erreicht mich ganz einfach über mein Kundentelefon oder meine Homepage und alle Infos dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. In meiner Verlosung gibt es diesmal mein Lilith-Buch in der neuen Taschenbuchauflage zu gewinnen mit persönlicher Widmung. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos, also bleibt dran. Eure langfristigen Tendenzen und welche Geburtstagskinder besonders wichtige Aspekte empfangen, diese Informationen findet ihr in meinem ausführlichen Jahreshoroskop. Das gibt's als Video oder auch als Buch zum Nachlesen. Jetzt wollen wir uns die aktuellen Konstellationen im Juli angucken. Der Monat beginnt mit der Sonne im Krebs in eurem Familienbereich und verspricht besonders in der ersten Woche angenehme Zeiten mit eurem Schatz und eurer Familie. Die Venus und der Merkur stehen zusammen mit dem Mondknoten in eurem fünften Haus der Lebensfreude. Das ist ebenfalls eine sehr schöne und auch erotisch prickelnde Konstellation. Demgegenüber steht jedoch euer Herrscher Mars im Wassermann und ist nun rückläufig geworden und das kann Sand ins Getriebe bringen. Sei es ein Flirt, den ihr angefangen habt oder ein neues sportliches Vorhaben, es kann sein, dass euch mittendrin die Puste ausgeht oder ihr einen Rückzieher macht. Denkbar ist auch, dass jemand aus der Vergangenheit sich bei euch meldet und Klärungsbedarf anmeldet. Das kann übrigens auch eine Freundschaft betreffen, muss nicht unbedingt eine Liebschaft sein. Überhaupt beginnt damit eine Phase, die kritisch für eure Freundschaften sein kann, zum Beispiel weil Verabredungen nicht eingehalten werden oder gemeinsame Vorhaben mit Freunden nicht zustande kommen, weil eine Seite nicht mehr mitmachen will. Wahrscheinlich werdet ihr öfter mal eure Pläne ändern müssen und wenn es nicht überhand nimmt, solltet ihr euch da flexibel zeigen. Die beste Zeit für klärende Gespräche ist bis zum 11. Juli. Nur die Tage vom 4. bis 7. sind da ein bisschen kritisch. Da kann eine Diskussion auch zum Streit führen. Aber das ist dann mehr so eine Art reinigendes Gewitter, das wahrscheinlich hinterher Klarheit bringt. Kritisch ist die Phase rund um den Neumond am 13. Das ist ein Freitag, der 13. und es ist zugleich auch eine Sonnenfinsternis. Und in diesen Tagen solltet ihr Konfliktsituationen großräumig aus dem Weg gehen, denn ihr selbst oder auch euer Gegenüber neigt zu unangemessenen emotionalen Reaktionen. Viele Widdergeborene stehen ja beruflich zurzeit unter großem Druck. Das wird hier angezeigt durch die Planeten Saturn und Pluto in eurem Berufshaus. Oder sind eben auch sehr ehrgeizig und darunter kann das Familienleben leiden. Ein kleiner Anlass kann zu einem großen Krach führen und der kann sich noch bis zu einem Jahr nachher auswirken. Mein Tipp ist, egal was da passiert, trefft rund um die Sonnenfinsternis keine Entscheidungen mit langfristigen Konsequenzen. Wenn ihr merkt, dass viel Spannung in der Luft liegt, solltet ihr vielleicht einfach mal kurzfristig getrennte Wege gehen und Dinge unabhängig voneinander unternehmen. Wenn ihr euch mit eurem Schatz im Grunde gut versteht und auch erotisch Harmonie herrscht, könnt ihr die Spannung auch durch heißen Sex abbauen. Aber es ist keine gute Zeit, um sich gegenseitig zu kritisieren oder Grundsatzdiskussionen zu führen. In der Neumond-Meditation könntet ihr mal darüber nachdenken, wie ihr die Prioritäten in eurem Leben verteilen wollt, wie wichtig euch euer Privat- und Familienleben ist und wie wichtig euch euer berufliches Fortkommen ist und wie ihr da in Zukunft mit umgehen wollt. Tatsächlich ist es so, dass die Sterne in der zweiten Monatshälfte für euch beruflich und finanziell sehr gut stehen. Wenn ihr keinen Urlaub habt, kann es eine sehr produktive Zeit werden, vorausgesetzt, ihr zieht eure Vorhaben trotz rückläufigem Mars tapfer durch. Am 22. Juli abends um 23 Uhr geht die Sonne ins Zeichen Löwe und aktiviert dann bei euch für die kommenden 4 Wochen den Bereich der Lebensfreude und des spielerischen Selbstausdrucks. Wenn ihr zum Beispiel im Rahmen eines Urlaubs die Gelegenheit habt, einmal auf der Bühne zu stehen, solltet ihr die unbedingt nutzen. Ihr werdet viel Spaß haben. Die Konstellationen sind jetzt auch sehr schön für alle Widdergeborenen, die als Heiler und Evolutionsagenten unterwegs sind. Das betrifft besonders die Geborenen der ersten Dekade, denn da steht ja jetzt der Chiron. Für euch gibt es viel zu tun. Ihr könnt helfen und euren Klienten ganz entscheidende Impulse geben.
Aber übernehmt euch bei all dem nicht, denn immerhin ist der Mars ja rückläufig. Also achtet darauf, dass ihr nur das zusagt, was ihr auch einhalten könnt, damit es nicht zu Enttäuschungen kommt. Am 26. wird dann auch der Merkur rückläufig im Löwen und diese Phase dauert bis zum 19. August. Jetzt müsst ihr besonders aufpassen, wenn ihr einen Flirt am Laufen habt, dass es nicht zu Missverständnissen kommt oder ihr eine Verabredung verpasst. Am 27. Juli ist dann der Vollmond in den Zeichen Löwe und Wassermann und das ist dann auch eine totale Mondfinsternis. Ich habe das in der kosmischen Schwingung schon ausführlich beschrieben, dass man in dieser Zeit aufbrausend und emotional reagiert, wenn man sich in seiner Würde und seinem Stolz verletzt fühlt. Glücklicherweise steht die ganze Konstellation zu eurem Zeichen in Harmonie. Das heißt, die Wiedergeborenen sind hier eher als Helfer und Heiler gefragt, wenn andere in einen Konflikt hineingeraten. Allerdings ist ja euer Herrscher Mars beteiligt. Insofern müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht in Konflikte eurer Freunde hineingezogen werdet, wenn diese zum Beispiel eine Beziehungskrise haben. Deshalb bietet eure Hilfe und eure starke Schulter an, aber mischt euch nicht ungefragt ein. Man muss sehr aufpassen in diesen Tagen, dass andere sich nicht kritisiert fühlen, auch wenn man es gut meint. Wenn ihr selbst Solo seid und auf der Suche nach einem Flirt, dann bieten diese Tage spannende Chancen, eine ganz heiße Affäre anzufangen. Weil der Mars rückläufig ist, müsst ihr aber erst noch abwarten, ob und wie sich das entwickelt. Es kann unter Umständen bis November dauern, ehe ihr wisst, woran ihr seid, auch wenn es anfangs noch so heiß und heftig zugeht. Für liierte Widder klingt der Monat mit harmonischen Aspekten aus. Das waren eure Konstellationen im Juli. Falls ihr ein persönliches Anliegen habt, auf das ich hier in den allgemeinen Sternzeichenhoroskopen nicht eingehen kann, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Freitag, den 29. Juni um 17 Uhr. Da könnt ihr mir dann eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Da können wir zum Beispiel auch schauen, wie die beiden Finsternisse im Juli in eurem Horoskop wirken. Danach mache ich mit dem Webinar Sommerpause und es geht dann im September wieder weiter. Ich bin ganz stolz, dass mein Buch über Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, jetzt in der dritten Auflage erschienen ist, neu und aktualisiert als Taschenbuch. Deshalb verlose ich diesmal eins der Bücher, natürlich mit persönlicher Widmung. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Und ich freue mich auch riesig, wenn ihr meine Videos teilt, sodass sich auch eure Freunde über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Specials empfehlen. Da geht es um Uranus im Stier, Chiron im Widder und Saturn im Steinbock. Und Ende Juli gibt es ein neues Special über Lilith im Wassermann. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.